Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In dieser Spezialfolge soll es einmal nicht nur um Hörspiele gehen, sondern auch um Bücher. Um genau zu sein, um ein ganz spezielles Buch. Und zwar um die Europa-Chronik. Die Europa-Chronik, das ist ein Buch von den Autoren Frank Boldewin und Wolfram Damerius. Die haben sich zusammengetan und haben wirklich in mühevoller Kleinstarbeit diese Chronik zusammengestellt. Sie durften in das Europa-Archiv, haben Filmmaterial und unveröffentlichte Hörspiele sich angeguckt. Sie haben zahlreiche Interviews geführt und dabei ist dieses wunderschöne Buch entstanden. Ich habe es mir, als ich das gehört hatte, habe ich mir das natürlich sofort vorbestellt, weil ich dachte, das darf ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und wie ich gehört habe, haben sie, glaube ich, angefangen mit dem Buch 2015 oder Anfang 2015, da hatten sie die Idee. Und das hat jetzt gut 5 Jahre gedauert, um dieses Buch zu erstellen. Da ich selber Grafikdesigner bin, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, warum sowas so lange dauert, warum das nicht einfach schneller gegangen ist. Ich behaupte mal, der Hauptteil von solchen Büchern, also von wie jetzt beispielsweise die Europa-Chronik, da liegt der Hauptteil einfach auf der Recherche. Und die Recherche ist einfach unheimlich aufwendig. Wie gesagt, man muss mit Leuten sprechen, man muss Termine machen und. Deswegen kann ich schon verstehen, dass das so lange gedauert hat. Umso erstaunlicher finde ich es auch, dass die beiden das gemacht haben, weil letztendlich ist sowas, also bezahlen kann man sowas eigentlich nicht. Leute, die so einen Aufwand betreiben, das sind wirklich absolute Hörspielfans und ich glaube, darauf hat sich auch Frau Körting verlassen, dass sie da 2 Jungs an der Hand hat, die das wirklich ordentlich machen. Und wie gesagt, dabei ist auch wirklich ein unheimlich schönes Buch entstanden. Auch das Cover ist unheimlich gelungen. Hier sieht man einfach eine Platte mit dem Europa-Label drauf und ist wirklich unheimlich toll geworden. Aber ich zeige euch nachher nochmal so ein paar Innenseiten, dann könnt ihr euch das in Ruhe einmal angucken. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, das Buch wird vertrieben bei pop.de und so wie ich gelesen habe, scheint es wohl exklusiv zu sein. Das heißt, ihr könnt es momentan nur bei pop.de bestellen und es kostet aktuell 24,95 Euro. Und ich muss sagen, für 24,95 Euro bekommt ihr eine ganze Menge Lesespaß. Das Buch wiegt ungefähr 2 Kilo, es hat über 420 Seiten oder es hat ungefähr genau 420 Seiten. Und ich würde mal schätzen, da auf jeder Seite einige Fotos sind, sind da bestimmt mehrere tausend Fotos drin. Es gibt Steckbriefe zu den Machern von dem Hörspiellabel Europa, von Heike Dingene-Körting und auch von Leuten, die bei Miller International gearbeitet haben. Es gibt Interviews, es gibt Background-Stories und natürlich, ihr habt hier sozusagen auch einen Katalog in der Hand mit allen Hörspielen, die Europa jemals produziert hat und veröffentlicht hat. Noch einmal ganz kurz zu den beiden Autoren, Frank Boldewin und Wolfram Damerius. Diese beiden kennt ihr vielleicht von dem Hörspielmagazin Playtaste. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr einmal nachgucken. Und ich meine, dass Wolfram der Herausgeber ist und Frank gehört da zur Redaktion. Zu Wolfram sei noch gesagt, er illustriert auch die Cover zu der neuen Gruselserie von Europa. Deswegen habt ihr den Namen vielleicht auch schon mal gehört. Gut, sei es drum. Wie gesagt, das Buch könnt ihr bestellen bei pop.de, kostet 24,95 €. Den Link stelle ich euch unten auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, ich zeige euch einfach mal ein paar Seiten aus dem Innenleben von der Europa-Chronik. Viel Spaß! We'll be right back.
Das war es auch schon wieder mit dieser Spezialfolge über die Europa-Chronik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Wenn ihr noch etwas mehr über die Hintergründe der Europa-Chronik erfahren wollt, empfehle ich euch das Interview mit Ivar Leon Menger auf seinem Kanal. Der hat nämlich die beiden Autoren dazu interviewt. Und das Interview dazu stelle ich euch auch natürlich in die Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall hochinteressant, wenn euch das interessiert. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!